Willkommen zurück zu Mario und Rabbids Kingdom Battle. Wir machen jetzt ein paar Prüfungen, die wir noch nicht gemacht haben. Und hoffen auf das Beste. Wir warten erstmal ganz geduldig, besiege alle Gegner. 5 Züge haben wir dafür. Oh, es sind noch einige ziemlich ätzend und weit entfernt. Oh! Seid ihr insane? Also, hier haben wir 2. Das sind 5 Züge. Herzlichen Glückwunsch. Gut, ich würde sagen, dass sich mal Mario um die hier kümmert. Oder, bessere Idee. Erstmal schön auf den Roboter. Der ist ernsthaft 2 Züge. Nö. Dann jetzt erstmal ein bisschen Distanz. Auf Distanz gehen. Ich würde sagen, dass sich Rabbit Peach einfach hier um die kümmert. Oder doch mit Mario zusammen. Ah, es ist schwer, es ist schwer. Na doch, Mario, kümmere dich erstmal um die. Komm, einfach Glück. Natürlich kein Glück. Hinsicht. Und ist sofort schon killt schon direkt ein. Komm, einfach. Natürlich habe ich kein einziges Mal Honig. Darf zweimal, denn warum sollte er auch nur einmal? Ja, das ist ja schon mal ein großartiger Start. Sind halt jetzt keinen dummen Honig mehr. Ach Mario. Eigentlich mal ein bisschen günstiger stehen. Wie ist da die Range? Natürlich so, dass ich es gerade so, dass ich ihn gerade so nicht töten kann. Also erstmal einfach auf ihn gehen. Ja, wie soll ich das anstellen? Ich gehe erstmal auf ihn. Teamsprung, den erst besiegt, dann hier hinter und Deckung. Können hier alle erstmal geheilt werden. Weil der steht ja wie sehr vom Kettnut, also hat er zwar Priorität. Nice. Wobei ich eher skeptisch bin und eher nicht glaube, dass der Kettnut ihn erreicht.
ich stelle mich einmal hier hin. Ich kann schon mal nie was treffen, aber ich kann da die anderen. Sollte es aber eine andere Sache. Ja, ich kann aber denen eine 100% Chance geben. Wäre ich sogar dafür. Denn ich glaube nicht, dass der Kid nun ihn erreicht. Natürlich erstmal viele treffen. Reicht nicht. Ja, natürlich ist das nicht in der Range. Natürlich nicht. Wie kann man nur so viel Pech haben? Ich verstehe es nicht. Da habe ich leider keinen Durchgang. Nee, er hat, wie ich ausschaut, kein Befreiungsdings. Er hätte mich aneinander erwischen können. Sehr wichtig, dass ich den jetzt besiege. Jetzt habe ich 100%, okay. Es läuft alles so unfassbar beschissen. Ich glaube, ich komme jetzt einfach mit der großen Rundenzahl nicht hin. Ja, ich habe schon wieder 3 besiegt. Es sind doch 3 und 2 Runden, wobei. Wie viel Leben hat der? Ja, 300, okay. Ah, geht jetzt auf den, das ist sehr nett. So, der wird safe nächste Runde vom Kettenhund getroffen, also um den kann ich erstmal ausblenden. Okay, sehr wichtig jetzt Distanz. An die Viecher ran. Ja, geil. Oh! Als ob ich es geahnt hätte. Erstmal näher ran. Vielleicht kann jetzt auch Mario ihn treffen. Nice. Dann kann ich einmal das machen. Kann aber erst nächste Runde zu dem Trottel. Muss ich mal halt einmal. Muss ich mich halt einmal beißen lassen. Ja. Das ist endlich außer Reichweite. Dann erstmal hier einen coolen Schild aufstellen. Das ist nicht im Radius, also unnötig. Steht jetzt hier vom Eingang vorüber und blockiert die.
Glück nicht. Aber ich kann mich nirgendwo gut porten. Ich habe von überall aus 0%. Das ist so beschissen. Ich komme einfach nicht mit dem Zügellimit hin. Ich kann ein bisschen porten, bringt mir aber. Also porten, ne? Aber es bringt mir halt nichts. Man fährt nicht mit dem Zügellimit hin. Moment, hätte ich theoretisch jemand wegmachen können. Laber. Laber. Dass ich kritte. Wobei, ne, jetzt bewegt er sich nicht. Es war scheiße, dass er gekrittet hat. So, ich hab definitiv nicht in diesen Zug. Ne, jetzt kann er sich halt nicht bewegen. Inwiefern hast du schon mal geschossen? Achso, um das Ding wegzumachen. Ja, geil, weil er gekrittet hat, funktioniert das jetzt nicht mehr mit der Spezialangriff. Das ist. Cool. Habe ich alles verloren, weil ich Pech gehabt habe. Kann sich nicht bewegen. Also verloren durch RNG. Ich hab's verstanden. Vielleicht mache ich das irgendwann offscreen. Ich meine, gesehen haben wir es ja. Weil jetzt noch RNG. Er hätte sich sonst bewegt und dann hätte ich ihn eventuell gekriegt. Geil. Erreiche das Gebiet. Das klingt doch schon mal was für Luigi. Gibt es mehrere Gebiete? Nein, es gibt nur dieses eine Gebiet. Ich sehe, ihr seid maximal beschissen aufgeteilt. Ich habe die Kniffe verstanden. Ich habe ein paar Fragen. Frage 1. Könnte ich irgendwie Teamsprung machen? Also ich jetzt... Wenn ich jetzt hier die Reichweite erhöhe. Dann kann ich... Philipp, einen Röhrenausgang. Kann ich das skillen? Kann ich bei Luigi noch eins mal mehr Röhrenausgang skillen? Falsch. Habe ich gar nicht, ja, ich kann einmal mehr Röhrenausgang. Und jetzt mal das alles. Mach den mega Leichtfuß. Plus als Röhrenausgang. Ein paar mehr Schritte. Und ein bisschen mehr Teamsprung. Gucken, ob das an Reformen reicht. Wenn ich da hingehe, bis wohin kann ich? Kann bis hier, okay. Time to play. Kann sie ziemlich gut erreichen. Meh.
Aber Moment mal, wenn ich das hier mehr Dings skille. Es ist jetzt einfach sehr viel ausprobieren. Vor allem, wenn die Cutscenes hier nicht 100 Jahre gehen. Warum kann ich die nicht überspringen? Sie braucht auf jeden Fall auch mindestens einmal Rollenausgang. Weil ist das im Prinzip nicht günstiger, einfach das hier voll zu machen, anstatt da jetzt zweimal das zu machen? Ah, jetzt wo ich schon dabei bin, mein Deck zu zerschießen. Gibt auch ein bisschen mehr Röhrenausgang und mehr das hier, den Rest brauchst du nicht. Ah, das sollte doch reichen. Hätte sogar noch weniger gebraucht, rein theoretisch. Gut, jetzt kannst du nämlich hier hin. Direkt hier kann ich nicht, aber ich kann schon ziemlich weit. Marius Nähe. So, von da aus ins Ziel. Habe sogar den Super-Effekt der Gegner nicht mal gebraucht. Okay. Dann als nächstes machen wir Prüfung 5. Es ist langweilig. Jeder liebt Eskortiere Tod Mission. Vor allem, wenn die schon mal komplett umzingelt starten. Ich könnte schon mal Freudentanz machen. Kampfzentrale. Ah, ich habe jetzt keinen Bock, das nochmal umzustellen. Ich mache jetzt einfach Rapid Luigi und Peach. Okay. Toad kann sich bewegen, weil er eingeengt ist. Und er kann auch keinen Nahkampf machen, weil er ein Kacknoob ist. Wo sind die einzigen Viecher? Wir haben hier eins, haben wir ein paar. Okay. Liebsten würde ich jetzt einfach den Raketenwerfer drauf ballern, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Scheiß Idee. Wobei, warte, erstmal kurz, ganz kurz innehalten. Aber ich mache so, dass ich jetzt mal den hier beseitige. Lasse Tod hier mal rausgehen. Und dann kann ich mal mit dem Raketenwerfer drauf knallen. Nice.
Entweder den oder den. Ich gehe auf den. Und darf er halt sich einmal freuen, weil er angreifen darf. Mach noch den Protektor, damit es nicht so weh tut. Na, das hab ich komplett vergessen. Na, schleudert nur Peach weg. Ach, da ist noch einer. Wir haben ja da den coolen, coole Fähigkeit gemacht, das heißt, es wäre nicht wirklich ratsam, wenn ich jetzt die mich direkt mit Tod bewegen lasse. Ich lasse erstmal angreifen. Dann erstmal das Entchen fliegen lassen. Defense ist offen. Wohin weht der Wind? Der weht nach da. Werde ich getroffen, wenn ich hier stehe? Ich lasse es drauf ankommen. Natürlich habe ich aufgrund meiner Intelligenz verschuldet, natürlich mich so hingestellt, dass sie möglichst nicht getroffen werden. Ich hoffe, du bist nicht im Wirkungsradius-Dings davon. Der gute Peach. Mach hier das Ding weg. Deine Special verwende ich nicht. Oh. Das ist ein bisschen anders als erwartet. Ich dachte, das wäre viel mehr. Oh, scheiße. Plan ging schief. Tod, beweg erstmal deinen Hintern. Ich war im Radius. Jetzt ist es im Radius. Muss geil werden. Kann zwar nicht töten, aber kann man ein bisschen weich klopfen. Oh, Frost. Frost ist schon mal nice. Und ich kann mich jetzt frei bewegen. Hurra. Ich bin mal der Bodyguard für Toad. Wer weiß, was da noch auf mich zukommt. Wenn das mal schön ihre Special Attacks. Lass sie ihre Wut auf. Größtenteils auf Red Peach auf. Und jetzt ist es gut, dass ich einen Bodyguard engagiert habe. Im nächsten Zug kannst du safe dahin. Ich lass einfach Mario hier dumm stehen. Auf jeden Fall lass da diese großen Viecher kommen. Die wir hellen Sicht. Einen kann ich ja schon mal besiegen, mich dadurch selber hochheilen. Und dann beiden, keine Ahnung. Stell mich in Sicherheit.
Öl. Jetzt habe ich durch die Helden sich sogar Minus gemacht, was Damage betrifft. Das ist ein bisschen eine komische Animation. Ich muss erstmal alles einmal laden. Hab's verstanden, das Spiel. Schön die Raserei nutzen. Schön die Kohle einsammeln. Und uns beide gepflegt heilen. Ja, das ist so nötig. Schießen bringt gar nichts. Okay, hab ich ihn schon mal besiegt, wo es ungewollt war. Okay, keiner von denen hat die Special gemacht, dass er den anderen angreifen kann. Das heißt, ich kann safe rübergehen und gewinnen. Okay. Dann im nächsten Part sehen wir mal weiter. Ich muss mal gucken, was ich offscreen mache oder nicht, ob ich 1 und 3 schaffe. Na, 3 war halt sehr unlucky. Hätte ich theoretisch schaffen können. Ja, mal gucken. Ciao, Leute.